Kickstarter und mit diesem Jingle hole ich meinen Gast rein. Ich freue mich sehr, dass er den Weg aus Berlin hergekommen ist. Freddy Lau hier. Hallo Freddy. Bulli, tanz weiter. Freddy, what's up, man? Was ist los, Dicker? Geil. Alles schön, klar? Dass du da bist. Der Bulli tanzt. Bulli tanzt einfach noch ein bisschen weiter. Ist ein bisschen weiter, Großer. Kennst du Bulli eigentlich? Kennt ihr euch? Ja, wir haben schon mal Hallo gesagt. Habt ihr schon mal Hallo gesagt? Hallo, ja? Großer. Alle chick? Ja, ja. Der macht uns ein bisschen den Bildschirm schon. Du bist aus Berlin. Ich super, was? Du bist aus Berlin extra hergekommen. Wir haben eine Scheibe hier aufgebaut zwischen uns, damit wir sämtliche Hygiene. Ist so ein bisschen. Ist ein bisschen wie im Klass, oder? Hier so, hey. Was ist los? Wie geht's hier? Du musst mir jetzt sagen, wo das Geld versteckt ist. Mann. Wo ist das Geld versteckt? Druck. Die Jungs machen Druck. Die Jungs machen Druck. Ey, ganz ehrlich, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich genauso groß. Four Blocks. Ja. Phänomenale Serie. Sogar Ricky Gervais hat über euch getweetet, gemacht, wie geil er das fand. Mhm. Dann Victoria. Ja. Einer der besten Filme. Was ein Filmexperiment. 2,5 Stunden ohne Schnitt. Ja, so sieht's aus, ja. Ihr habt, ich weiß nicht, wer den Film Victoria kennt. 2,5 Stunden ohne Schnitt habt ihr einfach gespielt. Und der Film ist bombastisch. Der saugt ein, die Energie saugt ein komplett in dieses Berliner Nachtleben rein. Man fühlt sich, als ob man wirklich auch mit im Berghain ist. Und da ein bisschen feiern. Das ist mehr Underground als Berghain, aber. Ja, aber hat auch dementsprechend Spaß gemacht. Man ist natürlich davor immer so sehr nervös, so, weil man weiß noch nicht, was passiert, weil es ist ja alles improvisiert. Also unser Drehbuch war, sagen wir mal, von Victoria war so 3 Seiten dick. 3 Seiten Drehbuch? Ja, wir hatten keinen Dialog oder so, das ist alles Impro. Und wie oft habt ihr das gemacht? 3-mal haben wir es gedreht. Und welchen Take habt ihr genommen? Den dritten. Ich fand den zweiten, ich würde ja so gerne den zweiten sehen. Ja. Weil ich glaube, der war, also da, in meiner Meinung nach war ich da besser. Der tanzt immer noch. Der tanzt immer noch, ja. Ich tanze einfach. Sehr schön. Du machst es fantastisch. Ist doch geil. Das ist live. Das war nicht geplant, aber live läuft einfach weiter. Ich find's mega. Bulli, Daumen hoch von uns. Du bist wirklich ein großartiger Schauspieler. Du machst immer diese coolen Filme, die immer so ein bisschen von hinten kommen. Anfing, glaube ich, alles mit der Welle. Die Welle war der erste? Ja, die Welle war so das erste, was so. Ich habe aber damals auch schon, ich habe angefangen mit 10 und ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Ich habe gemacht. Was, seit 20 Jahren? Bist du nicht 30 Jahre? Ja, ich habe früher angefangen. Aber das Fliegende Klassenzimmer wird bestimmt noch jemand kennen und so. Das Fliegende Klassenzimmer, ja, Erich Kästner. Ja, so sieht's aus. Geil. Bin ich auch noch dabei und so. Ich habe früher angefangen, ja. Und die Welle natürlich. Genau, die Welle war so ein bisschen so Durchbruch und alles Mögliche. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen ein Fiction-Abenteuer gehabt. Ich habe auch einen Film gedreht in den letzten Monaten, eine kleine Miniserie, die kurz vor Weihnachten rauskommt. Und es ranken sich über dich, Freddy, die am Set die unfassbarsten Mythen und Geschichten. Also, wenn man über Freddy hört. Ja? Sind die alle wahr? Was man über Freddy hört? Freddy kommt ans Set, hat irgendwie, manchmal ist er top vorbereitet, ausgeschlafen, aber es kann auch mal vorkommen, dass du 3 Tage durchgefeiert hast, die Augenringe hängen am Boden, du kommst hin, aber dann sagt man sich, der kommt hin, der trinkt einen Kaffee, die Kamera geht an und er ist fucking da. Ja, das, bei mir ist es immer, ich bin ja teilweise immer ziemlich so method, nennt man das ja irgendwie. Jetzt haben wir auch. Method? Also du bist dann drin? Ich bin dann schon dann drin, ja. Ich will ja auch, ich hasse es zu lügen, weißt du, wie ich meine? Du kennst es jetzt wahrscheinlich auch durch deine Miniserie. Dann muss ich ja die Realität erzählen. Oder bist so du drin, ja? Ja, schon. Ich finde es auch wichtig. Ich finde es ganz schlimm, wenn man sich zu selbst belügt, weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Das ist auch ein bisschen so der Grund, warum wir diese Sendung machen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man in seinen Shows, in dem, was man so macht, oft so eine Welt erzählt, die eigentlich gar nicht das wahre Innenleben widerspiegelt. Ja. Deswegen finde ich diese Show so cool, weil sie mit jedem Fehler total authentisch und offen umgeht. Und deswegen, geil, was los, Godi? Wir müssen in die Werbung gleich. Wir müssen in die Werbung? Ja, dann kannst du einmal mit dem... Geh mal da durch mit der Werbung. So, da. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Sendeleitung so abgestimmt ist. Wegen Sicherheitsabstand oder wegen... Auch das. Die müssen ja auch vorbereitet sein. Das kommt für die jetzt sehr schnell. Du hast zu schnell in die Werbung gegeben. Ach so, aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal in die Werbung. Ja, Freddy, du bleibst noch einen Moment bei uns. Bulli tanzt noch ein bisschen. Und ich hoffe, dass die Kollegen in München, die Sendeleitung haben, jetzt mit den Kollegen in Köln miteinander sprechen und dass das jetzt reibungslos funktioniert. Noch nie habe ich diesen Satz so gemeint, wie ich es jetzt sage. Ich hoffe, jetzt kommt Werbung. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Tschüss. Gleich.